Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2. Diesmal spielen wir Helden Showdown hier auf Kamino. Mein guter alter Kumpel Alan Chakbar ist dabei und wir spielen gegen die Schlange. Codename die Schlange. Mal gucken, wie schlangenhaft er heute unterwegs sein wird. Ich weiß es nicht. Alan Chakbar macht natürlich wieder mal seinen typischen Emote. Nee, ich kenne den Typen natürlich nicht, aber hoffen wir mal, der ist gut. Kamino. Ich weiß ja nicht. Hier geht es wieder um Runterstoßen, deswegen ich habe natürlich den guten alten Kylo genommen. Ich hoffe mal, die Gegner sind jetzt nicht so krass in dem Modus, dass ich hier gar keine Chance habe, aber wir werden sehen. Also, nein! Alan Chakbar, was hast du denn gemacht? Den hatte ich doch... Ach, Alan Chakbar, Mensch, den hatte ich doch schon runtergestoßen, so gut wie... Ist es die Schlange? Die Schlange hatte ich... Ich habe fast die Schlange runtergeworfen, aber jetzt holen wir uns den ollen Yoda. Ist Yoda gestorben, oder? Wir haben den Highground. Vielleicht können wir irgendwie das ausnutzen. Wenn wir jetzt runterspringen, ist gefährlich. Der kann uns... Die Schlange könnte uns ziehen. Wo sind sie? Jetzt! Ja, Alan Chakbar macht das gut. Wo ist denn jetzt Anakin? Er wechselt immer nur die Ebenen. Jetzt aber, komm. Das gibt's doch gar nicht. Der fällt nie runter. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich hier das einsetze, während der heroische Stärke... Darth Maul ist runtergefallen? Oh nein, Gott, Alan Chakbar, was hast du denn gemacht? Nein! Ah, gut. Du musst irgendwie einen runterziehen, anders wird das nichts. Anders wird das hier nichts. So, wir machen jetzt mal den miesen Move, dass wir hier einmal den hier machen. Aha! Und jetzt den risky Move! Das hat nicht gezielt! Nein! Ach Mensch, Alan Chakbar, du hast mir versaut! Was war denn das jetzt? Beim nächsten Mal muss es ja aber besser laufen, ne? Alan Chakbar. Was war denn das? Das ist mir einmal richtig schön, wo ich ihn richtig schön runterziehen hätte können. Die Schlange, die war schon gewillt, den Abgrund runterzufallen. Wir hatten jetzt, achso, ich wollte gerade sagen, wir hatten jetzt 2 Kills gemacht, aber klar, natürlich, der war an beiden beteiligt. So, nochmal Kylo, mal gucken, ob es diesmal was wird. Ihr wünscht euch richtig häufig irgendwie Helden-Showdown. Ist irgendwie nicht mein Modus. Diese ganzen Helden-Modi sind momentan leider sehr unbalanced, sage ich mal. Finde ich zumindest. Macht natürlich immer mal wieder Spaß, aber trotzdem, da regt man sich meistens eher drüber auf, als dass man irgendwie den Spaß seines Lebens hat. Aber diesmal machen wir eine richtig gute Team-Absprache. Macht er nochmal einen Emote am Anfang? Nein, Alan Chakbar rennt direkt los. Oder heißt der Alan? Vielleicht ist es ja Alan. Alan Chakbar. Ah, die sind jetzt natürlich schon so ein bisschen... Die wissen, dass ich versuche runterzustoßen, ne? Oh oh. Habe ich Glück gehabt, dass er nicht auf mich geschossen hat. Das hätte übel enden können. Ja! Und jetzt schnappen wir uns Kenobi! Oh mein Gott. Nicht, dass der uns jetzt hier noch beide runter... Es ist die Schlange! Er kann nicht schlecht sein. Ja, schredder ihn! Ja! Alan Chakbar! Sehr gut. Oder Alan. Alan! Okay, wir nehmen mal diesmal. Gucken, was er nimmt. Ich warte mal ganz kurz ab. Er nimmt wieder Darth Maul. Mit dem hat er beim letzten Mal ein paar Würfe gelandet, aber er leider nicht so ganz, leider nicht so ganz erfolgreich, ne? Die nehmen vielleicht nochmal das Gleiche. Was ist denn gut gegen die? Wir nehmen mal Bosk. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Wahl ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Wahl ist oder ob ich jetzt total auf die Fresse kriege. Mal gucken. Das wäre gar nicht gut. Mal gucken, ob die nochmal Obi-Wan Rey nehmen. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist häufig der Fall, dass wenn man mit dem Helden versagt, wie jetzt ich auch mit Kylo am Anfang, dass man dann den gleichen Helden nochmal pickt. Das ist irgendwie typisch. Es wird relativ selten dann nochmal der Held gewechselt. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht total aufs Maul kriege von den beiden. Ich muss auf jeden Fall meine Minen und so weiter gut platzieren, ne? Nein, renn da nicht rein. Nein! Ich hab doch da oben mein Minenfeld hingelegt. Nicht da rein. Nicht da rein. Seid hilflos. Also Obi-Wan anzusprechen lohnt sich mal gar nicht. Weil der regeneriert das eh wieder weg. Wen es lohnt, ist Rey. Die kann das nicht so gut wegregenerieren. Mir gefällt der Kampf... die Kampf-Area hier überhaupt nicht. Da muss ich auch noch in die Enge rein. Aber wenn ich Glück habe, hat jetzt Rey ein bisschen Schaden genommen. Ganz minimal, wenn die wieder hochregeneriert, ne? Das ist ja... Ein Mädchen mit enormer Macht. Nee. Ah, Mist, die machen das richtig feige, die Gegner. Ich sehe euch. Das hilft nicht weiter. Ihr werdet den Kampf jetzt sofort einstellen. Okay, wenn wir jetzt noch versuchen, Rey da irgendwie so ein bisschen... Wir haben
The Ray jetzt ein bisschen rauszuhalten aus dem Ganzen. Ja, das war gar nicht schlecht für den Anfang. Ja, die rennt da rein, sehr schön. Jetzt muss mir da Maul helfen. Das macht er, super. Muss ich hier erstmal so ein bisschen blöd rumhüpfen, wenn wir jetzt Ray kriegen. Das wäre richtig schön. Oh oh. Alan, ich brauche deine Hilfe. Sehr gut, Alan. Mach ihn weg. Ja, Alan, der beste Mann. Juhu. Ah, das war ja super. Das war richtig intens hier. Hammer. Cool, mit Bosskirche eine Runde geholt. Okay, wir nehmen mal jetzt, wir nehmen Aiden. Und guck mal, ob wir das jetzt nochmal schaffen. Mal gucken, ob die nochmal bei ihren Helden bleiben oder ob die jetzt was anderes nehmen. Und jetzt nimmt der Dooku. Nehmen wir jetzt Vader? Oder bleiben wir bei Aiden? Ach, ich weiß es nicht. Die Schlange, sie hackt bestimmt schon ihren fiesen nächsten Plan aus. Und Dooku. Okay, sie nehmen was anderes. Siehst du mal, jetzt haben sie gewechselt. Sogar beide auf einmal. Wie gesagt, sieht man eigentlich gar nicht so oft, ne? Komm, Alan, die holen wir uns. Die schnappen wir uns. Han Solo, der kann doch nichts, habe ich gehört. Oh, der trifft mich. Alan, Hilfe! Alter, der trifft sogar richtig gut. Machen wir hier mal etwas Licht. Wo steht denn der? Na, ja, bleib da ruhig. Boah, Alter, das getroffen, ne? Das wäre ja der Hammer-Shot. Das ist ja tausends gewesen. Dann holen wir uns eben den Luke, mein Freund, während du da hinten rumwartest. Oh, oh, Alan, du verlässt mich jetzt nicht, oder? Guter Mann. Muss ich ein bisschen aufpassen. Der Alan schließt wieder zu mir an, ja. Okay, wir laufen wieder ein Stück weg. Solange jetzt der olle Luke jetzt hier nicht Druck macht, ist alles super. Den Luke haben wir nämlich fast tot. Machen wir hier mal etwas Licht. Den kriegen wir. Ja, schade, jetzt hat er mich auch noch erwischt. Hat er gut gemacht, die Schlange. Aber der Dooku... Ach, der lebt noch. Dooku, du hast ihn nicht getötet. Der hat es gar nicht gemerkt, glaube ich. Nein, Dooku, du hast es nicht... Alan, du hast es nicht gemerkt. Der ist noch am Leben. Och, nee, jetzt hat er es vergeigt. Ich bin mir ziemlich sicher, der hat auch gedacht, der ist tot. Der hat doch nur noch einen Schlag drauf machen müssen. Na, mal gucken, ob er es noch hinkriegt. Aber ich glaube, es hat er wirklich schlechte Karten. Ja, gut, er hat wahrscheinlich eine andere Perspektive. Ja. Hat er wenig Chancen. Ah, da hätte er noch einen Schlag nachgesetzt, weil der Luke war ja auch schon fast tot, tatsächlich. Der Luke war ja auch schon fast tot an der einen Stelle. Gut, jetzt müssen wir abliefern, liebe Leute. Wir nehmen eher Vader. Jetzt nehmen wir die Vader-Imperator, die Sith-Kombo. Und damit geht's in die alles entscheidende Runde. Wer gewinnt? Alan und Tombi oder die Schlange und XL187? Ich hoffe, die haben jetzt nicht irgendwie Na gut. Der Alan hat das eigentlich immer ganz gut gemacht. Der kam auch immer wieder zu mir. Hat mich immer gut verteidigt. Also da kann ich mich jetzt eigentlich nicht beschweren. Auch die Runde, wo ich Boss war, da hat er das echt super hinbekommen. So, helfen wir mal Alan erstmal. Immer schön auf einen gehen erstmal, damit derjenige raus ist aus der Runde. Es gibt kein Entkommen. Okay, jetzt haben wir uns gegenseitig echt gut abgetastet hier. Ah, diese Mind-Tricks, ne? Keine Zeit für Höflichkeit. Die Unverfrorenheit deiner Taten. Oh, 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 das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, sehr schön, die Schlange ist weg. Nee, der andere ist weg. Oh, ich habe noch 15 Leben, das war super lucky. Okay, jetzt regenerieren, das haben wir. Das können wir nicht verlieren, Alan. Das können wir nicht verlieren. Nutze diesen, die Macht. Schlag drauf, Alan. Ja, super. Das war eine super Runde. Hat mir sehr gut gefallen. Die Gegner waren stark. Wir waren stark. Hammer. Hat Spaß gemacht. War mal nicht so eine Runde, wo einer total dominiert hat und so. Also von daher, das war doch eine richtig, richtig schöne Runde, würde ich sagen, oder?
Naja, ihr könnt gerne mal schreiben, ob ihr denn gerne Helden Showdown spielt oder ob ihr sowas gerne häufiger sehen würdet. Ich glaube nicht, dass ich es häufiger spiele, aber ich versuch's ja immer mal wieder. Damit war's das mit der kleinen Folge Helden Showdown. Jetzt mit Alan zusammen gegen die Schlange. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und ciao, ciao.